Abwehrspieler Jan Mauersberger hat gut lachen. Es geht vorwärts an der Grünwalder Straße. Denn im Lager der Blauen findet derzeit ein kompletter Umbruch statt. Und normalerweise geht das ja auf Giesings hin, nur mit einer Menge Chaos einher. Doch die Löwen haben es dieses Mal geschafft. Heimlich, still und leise verrichten sie ihre Arbeit und das Resultat ist schon jetzt beachtlich. Es hat sich einiges getan. Wir sind mit einem komplett neuen Trainerteam in die Vorbereitung gestartet, jetzt auf die neue Saison zu. Man muss schon sagen, wir arbeiten sehr, sehr professionell. Das ist alles, hat alles Hand und Fuß. Und für uns als Spieler ist es natürlich schon auch sehr gut, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, weil wir uns natürlich auch weiterentwickeln wollen und auch müssen. Nach Kostor und Jajc Pfeife tanzen nun die Löwen. Der 45-Jährige hat sein Rudel wahrlich im Griff. Nun weht ein neuer Wind an der Grünwalder Straße. Und Zug ist in jedem Training drin. Lobende Worte gibt es da natürlich auch vom Abwehrchef. Er ist sehr akribisch, er plant sehr, sehr viel. Er versucht das auch alles mit Sinn und Verstand zu machen. Also nicht, er trainiert uns nicht kaputt, aber das, was er macht, ist wie gesagt sehr professionell und sehr durchdacht. Und so, dass wir auch als Spieler das Gefühl haben, dass es uns wirklich weiterbringt. Und dann macht es auch mal Spaß, wenn man mal ein bisschen laufen muss. Mauersberger und Co. bekommen Verstärkung. Jan Zimmermann, Manon Busch, Philipp Stojkovic, Viktor Andrade und Ivica Olic sind schon da. Nun kommen wohl auch der 19-jährige brasilianische Angreifer Riba Ma und der ehemalige FSV Frankfurt-Spieler Fanol Perdedai noch hinzu. Ich denke mal, dass das Mindestziel ist, dass wir eine ruhigere Saison spielen, den Verein wieder ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser bringen. Nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch, was das Umfeld betrifft. Ich denke, die Löwen haben in den letzten Jahren schon leiden müssen. Und das ist eigentlich nicht das Charakteristische für einen Löwen, der eigentlich mutig und angriffslustig ist. Und ich hoffe, dass wir zumindest diese Tugenden auch in der kommenden Saison wieder entdecken können. 7 Neuzugänge, 4 Jungspieler, dazu der bestehende Mannschaftskern um Mauersberger. Die Löwen nehmen an Fahrt auf. 1,5 Wochen bleiben noch bis zum Ligastart bei Greuther Fürth. Dann gilt es, die guten Testspiele mit einer passenden Antwort zu versehen.